Test jetzt. Ah, jetzt hört man, glaube ich, mich besser. Ja, willkommen zur ersten Session heute. Wir haben hier Udo Meissen sitzen, der uns jetzt etwas über Webworker in der Gründungsphase erzählen wird. Vorfrage, wer von euch ist denn im Moment in der Überlegung, sich selbstständig zu machen oder ist gerade dabei, sich selbstständig zu machen? Okay, sind hier einige. Also, ich kann euch beruhigen, ich habe auch nur eine Folie vorbereitet. Wer die schon sehen will, webworkerslaw.de ist die auch schon veröffentlicht. Also vor allen Dingen ist da ein Link drauf zu der interaktiven Folie, wo ihr sie auch hin und her ziehen könnt, größer und kleiner ziehen könnt. Ich habe das Ganze auch jetzt eher als Angebot verstanden. Wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit. In einer Dreiviertelstunde alles zu beschreiben, was ihr beachten müsst, ist schlichtweg nicht möglich. Dafür ist es zu kurz. Also eher als Angebot verstanden, in welchen Bereichen habt ihr Fragen, in welchen Bereichen sollten wir dann etwas stärker vielleicht uns engagieren. Also ihr seid aufgefordert, fragt und wir gucken, in welche Bereiche wir uns hier gleich aufhalten werden. Webworker in der Gründungsphase, da gibt es natürlich die verschiedensten Sachen, die wir rechtlich beachten müssen. Das fängt an mit der Sozialversicherung, das ist da oben der rote Teil. Das geht weiter über die Frage, wie sieht das aus mit Förderungen, gerade in der Existenzgründungsphase ja durchaus eine häufige Frage, denn man hat direkt am Anfang Ausgaben, man muss auch am Anfang noch von irgendwas leben, aber man hat ja nicht direkt Einkünfte, man hat nicht direkt die Kunden, die man braucht. Das geht über die Frage, in welcher Form betreibe ich es, mache ich es als ganz normales Einzelunternehmen, als Freelancer, mache ich es mit einer kleinen UG oder GmbH, mache ich es mit mehreren zusammen und wenn ja, in welcher Rechtsform machen wir das? Die Fragen, wo muss ich mich überhaupt anmelden damit alles? Und immer sehr beliebt natürlich auch, was ist mit dem Finanzamt? Ja, von der Umsatzsteuer bis zur Einkommensteuer gibt es ja da eine ganze Reihe, was man beachten muss. Vorfrage, welche von den Themen interessieren euch am meisten? Wo sollen wir gesteigert drauf eingehen? Du weißt schon, dass wir uns über die Datenschutzgrundverordnung gleich hier im Anschluss auch noch unterhalten. Okay. ja, Frage an die anderen sonst. Also das war die Frage, wie sieht das aus, in welchen Rechtsformen sollte ich sinnvollerweise arbeiten? Okay, das wäre dieser Bereich dann hier. Sollen wir damit anfangen? Okay, fangen wir mit den Rechtsformen an und danach überlegen wir uns noch die Stolpersteine, die es gibt. Also in Rechtsformen steht dir ja grundsätzlich einfach zuerst mal alles frei. Du musst natürlich immer überlegen, was will ich machen und wie groß ist mein Haftungsrisiko zum Beispiel. Das heißt, ich habe andere Überlegungen, wenn ich mit jemandem anderem zusammenarbeite, dann ist die Frage, machen wir das als normale GbR oder machen wir da eher
eine gemeinsame GmbH draus. Wobei, wenn ich jetzt GmbH sage, GmbH und UG zum Beispiel ist dasselbe rechtlich, da ist immer nur, es hat nur eine Frage des Stammkapitals. Wenn ich alleine betreibe, ist die Fragestellung ein bisschen anders, weil dann ist die Frage einfach nur, lege ich jetzt einfach los als die Person, die ich bin, oder habe ich Haftungsrisiken, die ich abschotten muss? Nur wenn ich die habe, lohnt sich das zu überlegen, mache ich eine UG draus, mache ich eine GmbH draus oder sonst was. Das sind die ersten Fragen, die ich dabei immer habe. Ne? Jetzt muss man natürlich überlegen, wenn ihr als normaler Webworker arbeitet, als Freelancer, habt ihr keine Mitarbeiter oder sonst was, meistens. Welche Haftungsrisiken habt ihr? Was fällt euch da ein? Ja, gut. Das ist, ich sag mal, das Risiko persönliche Gesundheit. Was passiert, wenn mir irgendwas passiert? Das ist aber eher eine Frage. Das Problem kann ich ja, da kann ich ja nicht mit einer Rechtsform oder sonst was mich absichern gegen, sondern da muss ich einfach überlegen, brauche ich da eine Sicherheit, zum Beispiel durch entsprechende Berufsunfähigkeitsversicherung oder sonst was. Wobei das Thema Arbeitsweg, was du zum Beispiel hast, könnt auch ihr als Freelancer ja in der Berufsgenossenschaft absichern. Ne? Ihr kennt die Berufsgenossenschaft sonst eigentlich nur, wenn ihr Arbeitsunfälle gehabt habt als Arbeitnehmer. Ihr könnt auch freiwillig in die Berufsgenossenschaft gehen. Das ist typischerweise die Verwaltungsberufsgenossenschaft, die für euch zuständig ist. Kostet einen minimalen Beitrag, also ist nicht der Rede wert. Ich glaube, der Mindestbeitrag liegt irgendwo bei 45 € im Jahr. Und damit seid ihr genauso abgesichert, wie ihr es früher als Arbeitnehmer auch wart. Also unter anderem auch Arbeitswegunfälle und so weiter. Deshalb, das kannst du auf dem Wege meistens absichern. Aber ja, mach ruhig. Ja. Ne? Die klassischen Haftungsrisiken, die ihr da habt, ist, dass ihr Arbeit abliefert, die irgendwelche Fehler enthält oder ihr nicht fertig werdet. Ihr habt mit dem Kunden vereinbart, ich mache einen Webshop fertig bis oder einen Webauftritt fertig bis zum 1. Juni und am 15. Juni hängt er immer noch dran. Dumm nur, dass der Kunde schon die Werbekampagne losgetreten hat. Oder er sagt, ich habe aber jetzt Einnahmeausfälle, weil ich kann über den Webshop nichts verkaufen, weil er funktioniert noch nicht. Das sind dann so die klassischen Fälle, wo man sich überlegen kann, kann ich dieses Risiko absichern dadurch, dass ich zum Beispiel das Ganze nicht als Einzelunternehmen betreibe, sondern dass ich das dann als GmbH zum Beispiel betreibe. Da kann man dann überlegen. Macht Sinn bei den Sachen, die er nicht mehr überschauen könnte, wenn das Risiko nur ist, naja, mein Gott, dann kriege ich halt mal die 100 € nicht, dann ist das nicht das Thema. Ne? Wenn es darum geht, dass ihr in Regress genommen werdet, dann kann das durchaus ein Thema sein. Dann kann Nein, der Geschäftsführer haftet dafür nicht. Ne? Dafür haftet zuerst mal immer nur die GmbH. Der Geschäftsführer, der haftet nur für die Sachen, es gibt so ein paar gesetzliche Pflichten, also wenn ihr Arbeitnehmer habt und keine Sozialversicherung abführt, wenn ihr die Umsatzsteuer nicht abführt ans Finanzamt, solche Geschichten, dafür haftet ihr als Geschäftsführer persönlich immer. Die typischen klassischen Fälle der vertraglichen Haftung, also Schlechterfüllung, das sind Sachen, da haftet nur derjenige, für der den Auftrag unterschrieben hat und das wäre in dem Fall dann die GmbH. Da macht es also durchaus Sinn, wenn solche Sachen im Raum stehen, die auch nicht durch eine Versicherung abdeckbar sind. Es gibt ja so Mediaversicherungen und so weiter, die gerade auch in dem Bereich tätigen Versicherungsschutz geben. Aber die haben zum Beispiel einen Nachteil, die haben meistens hohe Selbstbehalte. Ne? Also die klassischen, die noch für Einsteiger tragbar sind, haben meistens Selbstbehalte bis 5.000 €. Du kannst die natürlich runtersetzen, aber dann gehen die Beiträge sehr stark hoch. Ja, klar, aber da musst du gucken, was ist alles gedeckt und was mache ich. Ne? Da muss man sehen, dass das in Übereinstimmung dann ist. Also das sind dann die Überlegungen halt immer. Das ist so die klassische Überlegung, warum mache ich überhaupt eine GmbH? Man muss ja auch immer sagen, wenn ich sowas mache, so eine Rechtsform, die ist ja sehr beliebt, aber sie hat ja auch zusätzliche Aufwendungen.
Ich muss zum Notar gehen, das muss im Handelsregister eingetragen werden. Ich muss die Steuererklärung nachher doppelt machen, ne? Nämlich einmal für die GmbH und einmal muss ich ja trotzdem noch meine Einkommensteuererklärung machen und so weiter. Das sind ja alles zusätzliche Anforderungen, die ich nicht unbedingt immer alle haben will. Das heißt, da muss ich in der Tat dann auch darauf achten, ist mir das dann diese Haftungsabschottung wert oder kann ich die auf anderem Wege realisieren? Was anders ist natürlich in dem Moment, wo ihr Mitarbeiter habt, wo man einfach irgendwann sagt, ich muss das in einem geordneten Maße haben. Ne? Aber das ist ja nicht euer Thema meistens am Anfang. Wenn ihr überlegt, das Ganze als GmbH zu machen, ist natürlich auch immer die Frage, will ich jetzt eine richtige GmbH haben oder will ich eine UG nur haben? Das ist rechtlich, ist es eigentlich dasselbe. Die UG ist nichts anderes als eine GmbH, das Stammkapital ist ja nur unter 25.000. Also die Regel beim Stammkapital ist ja so, eine GmbH braucht mindestens 25.000, es müssen mindestens 12.500 eingezahlt werden. Der Rest kann als außerstehende Einlage da stehen bleiben zuerst mal, die müsstet ihr notfalls aber später nachzahlen irgendwann. Das will man manchmal nicht aufbringen oder kann es auch nicht aufbringen. Und für viele Sachen braucht man es ja auch nicht aufzubringen. Ne? Wer sich als Webdesigner selbstständig macht, der braucht eigentlich nur einen eigenen PC und ein Handy. Übertrieben gesagt. Ne? Dafür brauche ich keine 12.500 Euro in der Firma stehen zu haben. Ne? Für den Zweck gibt es dann zum Beispiel die UG oder Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt, wo ich das Eigenkapital auch niedriger ansetzen kann. Ich kann also da auch sagen, ich gehe mit 500 oder ich gehe mit 1.000 Euro oder mit 2.000 Euro Stammkapital dran. Das muss dann zwar ganz aufgebracht werden, aber ich bin halt frei in dieser Grenze. Die Firma hat dann nur halt dieses andere Ende in der Bezeichnung. Es gibt ein paar Unterschiede nur bei Gewinnen, die gemacht werden, aber gut, das Thema lässt sich umgehen. Da ist also auch dann die Überlegung, wenn ihr aber sowas macht, denkt auch immer dran, es wird immer damit geworben, Unternehmergesellschaften kann ich ab einem Euro gründen. Es ist ein bisschen blöd, wenn man sie mit einem Euro gründet und dann schon Gründungskosten von 300 Euro auf einen zukommen. Ja, da bist du insolvent, bevor du überhaupt angefangen hast zu arbeiten. Ne? Also, wenn ihr sowas plant, unter 500 würde ich nicht rangehen, sage ich ganz offen, weil dann könnt ihr wenigstens die Gründungskosten in die Gesellschaft nehmen, sodass das Finanzamt sie mitträgt und ohne dann gleichzeitig direkt zu sagen, ich bin jetzt schon wieder überschuldet. Ne? Also, ja gut, ganz so schlimm jetzt nicht, aber ne? Also unter 500 oder 1.000 Euro, je nachdem, nicht. Und wenn ihr noch plant, dass da Investitionen sind, plant es entsprechend auch da bei dem Kapital mit ein. Reicht dir das zur Frage Rechtsform? Oder? Ja. Das ist ja der klassische Fall. Ich biete Leistungen an und fang einfach an. Kannst du auch. Kein Problem. Was du beachten musst, ist eigentlich nur, du musst halt einmal typischerweise zum Gewerbeamt gehen, es sei denn, du bist Freiberufler. Also die Unterscheidung Gewerbe und Freiberufler kennt ihr, oder? Okay. Okay, also bleiben wir mal bei deinem Beispiel. Was würdest du machen überhaupt? Also, ganz klar, grobe Kelle, freiberufliche Tätigkeiten, das sind so klassische Beratungsberufe und Künstler. Also wer sagt, er macht hauptsächlich zum Beispiel Designsachen. Oder seine Haupttätigkeit besteht darin, Artikel zu schreiben und irgendwo zu veröffentlichen. Das sind so die klassischen freiberuflichen Seiten.
Alles andere, was du sonst machst, das fängt an bei der Social-Media-Tätigkeit und geht über das ganz normale Webdesign und so darüber hinaus und die üblichen Betreuungssachen, die man dann macht. Das sind klassischerweise alles gewerbliche Tätigkeiten. Gewerblich heißt, du musst es einmal als Gewerbe anmelden. Da musst du also einmal bei euch zur Stadtverwaltung gehen. Personalausweis mitnehmen, 40 Euro mitnehmen oder 45 Euro, das ist in den Städten ein bisschen unterschiedlich. Und anmelden. Diese Anmeldung führt dazu, dass alle anderen Anmeldungen von der Stadtverwaltung zwangsweise vorgenommen werden. Das heißt, die melden das automatisch an die IHK, wo du Zwangsmitglied wirst. Die melden es ans Finanzamt. Das kannst du dir alles, also gerade Finanzamt ist auch zu den Sachen, die du sehr schnell brauchst, weil du brauchst für deine Rechnung ja zum Beispiel schon die Steuernummer meistens. Das kannst du auch beschleunigen, indem du dich selber da auch meldest, aber es würde auch automatisch auf dich zukommen. Das ist zuerst mal alles, was du an Anmeldungen brauchst. Beim Finanzamt musst du dann natürlich überlegen, du hast ja zwei Steuerpflichten. Du hast einmal die Einkommensteuer plus die Gewerbesteuer, aber die hängt da jetzt nur dran. Und du hast die Umsatzsteuer. Bei der Umsatzsteuer ist dann immer die Frage, ja, will ich jetzt Umsatzsteuer ausweisen oder schaffe ich es unter die Kleinunternehmerregelung? Ne? Kleinunternehmerregelung heißt einfach, ich brauche keine Umsatzsteuer zu zahlen, wenn ich im laufenden Jahr, im Vorjahr maximal 17.500 Umsatz gemacht habe und im laufenden Jahr nicht über 50.000 komme, voraussichtlich. Oder im Gründungsjahr davon ausgehen kann, ich habe maximal 17.500 Umsatz. Das ist nicht viel. Das sind knapp 1500 Euro im Monat umgerechnet, aber auch die muss man ja zuerst mal erreichen. Und gerade in der Anfangszeit hat man ja auch, es geht nicht um Einnahmen, sondern es geht, es geht um Gewinn, es geht um den Umsatz, den ihr macht. Also alles, was ihr einnimmt, da kommt einiges ja zusammen, aber gerade in den ersten Monaten hat man ja noch nicht so viel. Die Frage ist, macht das Sinn immer? Es kommt drauf an. Diese Kleinunternehmerregelung ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite erspart sie die Arbeit. Du brauchst auf deine Rechnung keine Mehrwertsteuer ausweisen. Du sagst also einfach Webdesign 100 Euro, fertig. Ja gut, also hoffentlich nicht 100 Euro, aber nur den Betrag, fertig. Machst einmal im Jahr deine Einkommensteuererklärung und das war's. Während du sonst ja wirklich hingehen musst und zwischendurch immer die Voranmeldung machen musst für die Umsatzsteuer und so weiter. Es hat aber auch den Nachteil, dass du keine Vorsteuer abziehen kannst. Also das Umsatzsteuersystem funktioniert ja so, ich schreibe dir eine Rechnung, da schreibe ich dann drauf 100 Euro plus 19 Euro Mehrwertsteuer. Beim Finanzamt gebe ich dann an, ich habe da 100 Euro berechnet, 19 Euro Mehrwertsteuer eingenommen. Ich habe aber hier 7,50 Euro Mehrwertsteuer ausgegeben für irgendeine Leistung, die ich eingekauft habe. Die werden miteinander verrechnet. Dann sage ich 19 Euro, mindestens 7,50 Euro, also bezahle ich nur noch 11,50 Euro ans Finanzamt. Das fällt natürlich auch weg, wenn ich eine Kleinunternehmerregelung benutze. Ne, dann sind diese Sachen auch alle brutto für netto. Hängt also ein bisschen davon ab, wo zum Beispiel dein Kundenkreis ist. Wenn dein Kundenkreis hauptsächlich Verbraucher sind oder du machst Webseiten für Vereine, die typischerweise ja auch keine Mehrwertsteuer abziehen, dann ist es ein Wettbewerbsvorteil mit der kleinen Unternehmerregelung, weil du billigere Preise machen kannst und trotzdem das Gleiche bei dir hängen bleibt wie bei einem Großen, der 90% mehr verlangen muss. Wenn du aber zum Beispiel für andere Unternehmen, für andere Agenturen arbeitest, denen ist ja vollkommen egal, ob du die Mehrwertsteuer drauf, auf die Rechnung draufschreibst oder nicht. Weil wenn du sie draufschreibst, bezahlen sie dir und holen sie sich vom Finanzamt genauso wieder als Vorsteuer wieder, wie wir es gerade auch für dich beschrieben haben. Ne? Das heißt, da ist das kein Wettbewerbsvorteil. Da hast du aber dann höhere Ausgaben, weil du sie ja auch nicht als Vorsteuer abziehen kannst. Ne, deshalb, das Gesetz geht in dem Bereich einfach davon aus, du kannst wählen. Du kannst sagen, also du hast generell die Kleinunternehmerregelung, du kannst aber darauf verzichten. Das Dumme ist, wenn du darauf verzichtest, bist du 3 Jahre an diesen Verzicht gebunden. Also du kannst nicht sagen, dieses Jahr verzichte ich drauf, nächstes Jahr, ach nee, das hat sich jetzt doch anders entwickelt, ich habe nur Vereine und Verbraucher, ich verzichte jetzt lieber doch nicht drauf und nimm die. Nee, du bist dann 3 Jahre daran gebunden, dass du darauf verzichtet hast. Andersrum, von der Kleinunternehmer rausgehen in die normale Regelung kannst du eigentlich immer. Macht natürlich auch nur Sinn, zu
Beginn der Tätigkeit oder am Anfang des Jahres, aber da kannst du im Prinzip immer optieren. Ne? Aber das ist dann einfach die Frage, in welchem Bereich bin ich tätig? Habe ich einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass ich keine Mehrwertsteuer berechnen muss, oder habe ich eher einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass ich die Vorsteuer aus den Ausgaben, die ich habe, wieder rausziehen kann? Denn egal was du hast, gerade auch am Anfang, du musst dir vielleicht einen neuen Laptop holen, du musst ein paar andere Sachen dir noch besorgen. Da ist ja überall Mehrwertsteuer drin. Ne? Und wenn ich da 20 Euro billiger kriegen oder 20% billiger kriegen kann, dann ist das ja durchaus ein Argument. Ne? Ja. Du kannst, wenn du nicht in der Kleinunternehmerregelung bist, kannst du tatsächlich aus allem, was du bezahlt hast, die Vorsteuer rausziehen. Also du wirst ja gerade als Kleinunternehmer sowieso eine Ist-Versteuerung machen. Das heißt, du versteuerst ja nicht zum Beispiel Rechnungen, die du schreibst und Rechnungen, die du bekommst, sondern die Zahlungsvorgänge. Ist ja vorteilhaft für dich, auch wenn sonst müsstest du ja die Rechnung schon, die Mehrwertsteuer abführen, bevor der dich bezahlt hat. Du kannst aber dann auch aus allen Rechnungen, die du bekommst, entsprechend die Mehrwertsteuer oder die du bezahlst, dann die Mehrwertsteuer rausziehen komplett. Auch wenn du nicht die Umsätze hast. Es führt dann höchstens dazu, dass du Geld vom Finanzamt kriegst. Ne? Das gibt auch keine Probleme mit dem Finanzamt in die erste Zeit, weil das ist für dich Standard, dass in den ersten Monaten und in den ersten Umsatzsteuervoranmeldungen halt Verluste drin, also Vorsteuerüberschüsse drin stehen, dass die zahlen müssen. Wenn du natürlich nach einem Jahr immer noch nur diese Vorsteuervorschüsse hast, dann kann es sein, dass sie dann vielleicht mal kommen und mal durchaus gucken, was treibst du denn da? Ne, aber ansonsten, gerade am Anfang, kein Problem. Oder auch wenn zwischendurch das mal auffällt, wenn du eine größere Investition hast, ja, kriegst du mit der nächsten Voranmeldung dann zurück. Der Unterschied ist nur, wenn du normalerweise eine Umsatzsteueranmeldung einreichst, gilt die als Steuererklärung schon, als Steuerbescheid, das heißt, du bezahlst sie und fertig. Wenn ein Vorsteuerüberschuss da ist, also die dich bezahlen müssen, muss das Finanzamt formell zustimmen. Das kann dann schon mal eine Woche oder zwei länger dauern. Okay, aber das funktioniert unproblematisch. Also, ist verstanden. Ja, also das, die Frage war, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, wie ist das mit diesen Buchhaltungs- oder mit diesen Rechnungsangeboten, wo du die online schreiben kannst. Man muss jetzt dazu eins wissen, wenn ich Rechnungen schreibe, der klassische Fall ist ja, ich schreibe die Rechnung, druck sie aus, schicke sie mit der Post. Ich weiß, macht keiner von euch. Habe ich auch noch nie gemacht. Jedenfalls nicht, seit ich in dem Bereich hier tätig bin. Aber das ist der klassische Fall. Die Rechnung ist unveränderbar vor allen Dingen, weil sie ist auf Papier gedruckt. Das Problem taucht jetzt auf. Wie verschicken wir typischerweise unsere Rechnungen? Wir schreiben sie und schicken sie per E-Mail oder über welche Kanäle auch immer wir mit den Kunden dann kommunizieren. Die drucken sich die aus oder archivieren sie online, was sie ja dann auch müssen und gut ist. Da habe ich unter Umständen ein Problem. Ich muss die Rechnung in einer Art und auch als Aussteller in einer Art und Weise archivieren, dass sie unveränderbar ist. Das heißt, wenn ich die mit Word schreibe, ist das zum Beispiel eine schöne Sache, aber ich kann sie jederzeit ändern, das reicht nicht. Auch ein PDF kann ich jederzeit ändern, das ist auch alles nicht das Problem. Das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel diese Rechnungsdienste sehr schnell sehr groß geworden sind, weil die mir einfach eine Archivierung Möglichkeit geben, die nicht veränderbar ist. Und deshalb werden die von vielen genutzt. Ob ich das dann lieber bei mir mache,
Also du hattest das Beispiel LexOffice, das kannst du auch bei dir selber installieren. Oder ob ich dann einen dieser Dienste im Internet nehme, das ist dann, ich sag mal, dem Geschmack des jeweiligen geschuldet. Hat einfach den Vorteil, in weiten Bereichen, die nehmen mir diese Verpflichtungen alle ab. Ich habe das Rechnungswesen soweit ordnungsgemäß. Und dass mir da das Finanzamt nachher bei einer Betriebsprüfung Probleme mitmachen kann. Und so ganz nebenher geben Sie mir auch die Aufstellung, die ich für die Steuer brauche, gerade für die Voranmeldungen. Aber du hattest noch was. Nein, du kannst natürlich auch hingehen, kannst du zum Beispiel als PDF-Archiv exportieren. Du kannst dem Ding ja ansehen, wann es das letzte Mal geändert wurde. Ne? Wenn du natürlich dann PDFs hast, die vom in Dateierstellungsdatum von dem abweichen, was auf der Rechnung steht, hast du wieder Erklärungsbedarf. Ne? Es ist nicht unbedingt das, was du in der großen Firma erwartest, was du da machen musst. Aber wird bei kleinen Firmen nie ein Problem sein. Hat vor allen Dingen einen Vorteil. Es sorgt dafür, dass die Rechnungen ordnungsgemäß sind, dass da keine Fehler auftauchen. Und mit dem anderen hast du natürlich vollkommen recht, Stefan. Wenn ich Rechnungen schreibe mit so einem System, es gibt durchaus Sachen, die habe ich auch lieber hier. Ich meine, ich bin eh jetzt nicht der große Anhänger von Cloud-Lösungen, die mich kennen, wissen es. Aber ich würde es auch nicht unbedingt alles in der Cloud dann haben wollen. Ist zwar manchmal bequem, aber das gehört auf den eigenen Rechner. Nur wenn ich es natürlich auf dem Rechner habe, den ich sowieso überall hin mitnehme, ich sag mal, dann ist das auch nicht unsicherer mehr als manche Cloud-Lösung. Silvio. Und dazu gehört auch, ja. Die kann, wenn die neu brennt, wird ja feststellbar sein, dass sie neu gebrannt ist. Nein, also man muss auch dazu sagen, es kommt davon ab, hängt wirklich davon ab, auch wie er die Rechnungen versendet. Wenn er die online versendet, da tun wir eigentlich ja alle, dann müsst ihr sie witzigerweise auch online aufbewahren. Also es reicht nicht aus, dass ihr sie dann bei euch ausdruckt und den Ausdruck aufbewahrt. Sondern wenn ihr sie online versendet, müsst ihr sie auch online aufbewahren für den Zugriff des Finanzamtes, wenn eine Betriebsprüfung kommt. Und das muss dann revisionssicher sein, also änderungssicher sein. Und da ist durchaus eine gute Lösung. Macht entsprechende PDF-Files drauf und die werden dann in regelmäßigen Abständen einfach auf CDs gebrannt. Da hast du, Silvia, hast du damit schon recht. Dann sichern sie auf alle Fälle irgendwo, wo sie zusätzlich gesichert sind, zuerst mal. Ne? Ja, weißt du, das Problem ist, wenn du sie nur auf deinem Rechner hast, dein Rechner geht irgendwann mal verloren oder geht kaputt oder sonst was, dann hast du ein Problem. Also du, es ist dann immer eine Sache, du musst es vernünftig sichern
Und wie gesagt, dann nimm ein Format, was nicht so leicht zu ändern ist. Also dann wenigstens als PDF oder sowas auch gleichzeitig mit abspeichern. Ja. Ja, das wäre natürlich das Ideale, wenn du das PDF-Archiv, also PDF-A-Format nimmst, dann bist du, da, was das betrifft, relativ sicher. Aber das kann ja nicht jeder so schnell. Es gibt durchaus ein paar Programme, die es nicht so können. Aber wie gesagt, da müsst ihr halt einfach überlegen, gerade in der Anfangsphase ist das nicht das, nicht das große Thema. Ne? Zur Not schreibst du mit Word und oder welches Schreibprogramm ihr benutzt und macht danach ein PDF drauf. Es gibt ja diverse Fördertöpfe, wo ihr eure Selbstständigkeit draus am Anfang zumindest ein bisschen sponsern lassen könnt. Einige machen es vielleicht aus der Arbeitslosigkeit raus, die kriegen entsprechende Zuschüsse, sei es vom Jobcenter, sei es von der Arbeitsagentur, je nachdem, ob ihr im Arbeitslosengeld 1 oder 2 seid. Andere kriegen entsprechende Zuschüsse von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, da gibt es ja auch entsprechende Programme. Oder von den Investitionsbanken der Bundesländer. Also die NRW-Bank oder hier in Niedersachsen die N-Bank, die haben ja auch so Programme. Oder in anderen Bundesländern auch. Also da hat jedes Bundesland etwas unterschiedliche Regeln, aber eins haben die alle gemeinsam, diese Programme. Die verlangen alle, dass der Antrag gestellt wird, bevor auch nur angefangen wird mit der Selbstständigkeit. Ne? Angefangen heißt aber auch schon zum Beispiel, ich habe einen Mietvertrag unterschrieben oder sowas. Das ist nicht erst die Gewerbeanmeldung, sondern auch alles andere. Also da müsst ihr sehen, dass ihr, wenn er sowas macht, diesen Antrag möglichst frühzeitig abgibt. Übrigens auch, für diesen Antrag braucht ihr öfter einen Businessplan. Es gibt so Vordrucke, das ist die eine Seite. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Es gibt Existenzgründungsberater, die machen nichts anderes, als diese Businesspläne mit euch zu erstellen. Was manchmal ganz gut ist, weil die auch Erfahrungen in den Gebieten haben. Die kosten natürlich Geld. Es gibt bei der KfW ein Existenzgründungsprogramm, was diese Existenzgründungsberatungen wiederum bezuschusst. Das heißt, ihr kriegt je nachdem zwischen 50% und 90% der Kosten dieser Gründungsberater von der KfW wieder zurück. Nee, das ist ja nur eine Beratung, wo dann zuerst mal geklärt wird, will ich das überhaupt, ja oder nein. Da wissen diese Berater aber auch immer Bescheid, was sie wie machen müssen, damit es noch funktioniert. Ne? Ja, natürlich. Du musst ja auch zum Beispiel dir dann einen Businessplan meistens schreiben, das verlangen die Programme ja alle. Dass du dir Gedanken machst, ist kein Problem. Du fängst an, wenn du entweder schon anfängst, Kunden zu werben oder für Kunden zu arbeiten oder wenn du über Investitionen auch tätigst. Also Mietvertrag schließt oder dir Sachen kaufst, die du für dieses Gewerbe nur brauchst. Wenn du dir natürlich, um jetzt in unserem Beispiel zu bleiben, wenn ich mir einen PC kaufe, kann ich mir den auch zuerst privat kaufen. Klar. Okay. Weil blöderweise sind die Förderrichtlinien in Deutschland immer, wir fördern sehr gerne Steine, sprich irgendwelches Zeug, was da anpassen kann, aber nie Köpfe. So, das heißt, wenn ihr größere Investitionsbedarf habt und es geht deutlich über einen einfachen PC hinaus, dann könnt ihr euch damit auseinandersetzen. Ansonsten ist es relativ vergebene Mittel, den einzig positive, was ich jetzt abgewinnen kann, ist tatsächlich zu sagen, okay, ich hoffe nicht mehr hin. Businessplan. Ich weiß nachher, wie mein Geschäft aussehen soll. Und wenn ich
Ja, also man muss unterscheiden. Aber um ein paar Beispiele zu sagen, also die zum Beispiel aus der Arbeitslosigkeit herausgründen, und das kann ja durchaus auch eine bewusste Entscheidung sein, dass man, wenn ihr 1-2 Monate arbeitslos seid, reicht das schon aus, um in diese Förderung reinzukommen. Da gibt es regelmäßig Gründungszuschüsse, das heißt, ihr kriegt für 6 Monate zum Beispiel euer Arbeitslosengeld weiter, plus 500 Euro, was ja schon mal ein guter Betrag ist. Und ihr kriegt nach den 6 Monaten für weitere 9 Monate, wenn ihr dann eine positive Entwicklung darlegt, kriegt ihr für weitere 9 Monate auch nochmal die 500 Euro. Das ist schon mal ein Betrag, mit dem man leben kann, und gerade die ersten 6 Monate halt Arbeitslosengeld weitergezahlt plus 500 Euro ist ein Betrag, der meistens zumindest mal die Existenz abdeckt. Wenn ihr aus Arbeitslosengeld 2 kommen würdet, würdet ihr als Einstiegsgeld einfach die Zahlung weiterbekommen. Und zwar bis zu maximal 24 Monaten. Auch da gibt es eine Zwischengrenze, aber typischerweise bis zu 24 Monaten. In beiden Fällen gibt es aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Investitionszuschuss noch zu bekommen über die Arbeitsagentur oder das Jobcenter von maximal 5.000 Euro. Das ist jetzt nicht der Betrag, aber wir müssen natürlich auch sehen, im Webworker-Bereich haben wir jetzt nicht die Rieseninvestitionen, die wir tätigen müssen. Und dafür reicht es dann unter Umständen. Dann brauche ich noch nicht mal auf die KfW-Kredite und so weiter zurückzukommen. Aber du hattest noch was. Ja, aber sag mal so, je nachdem, was du an Förderung brauchst, nützt dir ein Kammersport oder so nichts, da brauchst du tatsächlich einen Businessplan, weil die ganz, ja, ne, aber sobald in diese Grenze, und wenn es nur zum Beispiel die Förderung von der Arbeitsagentur ist, dann brauchst du einen Businessplan. Okay, also, ja, du kannst dein Business natürlich auch parallel zu deinem Job aufbauen. Das Erste, was du natürlich beachten musst, ist dann die Frage, wie sieht das mit dem Arbeitsvertrag aus? Ne? Ich brauche einen Arbeitsvertrag, der mir erlaubt, parallel dazu tätig zu werden. Wenn ich jetzt in meinem Hauptjob irgendwas ganz anderes mache, habe ich meistens wenig Probleme. Wenn ich im Hauptjob das Gleiche mache, dann habe ich meistens ein vertragliches Wettbewerbsverbot. Also da muss man aufpassen, das ist das eine. Ansonsten, ich kann neben meinem Hauptjob tätig werden, hat den Vorteil auch, ich brauche dafür keine Sozialversicherung, nichts, weil das habe ich über den Hauptjob, es sei denn, das hier wird mein Hauptberuf zeitlich und insbesondere auch finanziell. Das heißt, da bist du zuerst mal frei. Du hast dann natürlich nicht die Möglichkeit, diese Förderung, die wir jetzt eben hatten, ALG 1 und 2 und dann da die Einstiegsprogramme. Du hast aber auch da die Möglichkeit, an die KfW-Programme zum Beispiel dranzukommen. Allerdings verlangen die typischerweise ein tragfähiges Konzept. Das heißt, es muss klar sein, dass du dich über kurze Strecke da auf eigenen Beinen bewegen kannst. Und das heißt hauptberuflich auch. Deshalb aus der Beschäftigung zu gründen und sagen, ich mache das zuerst mal nebenberuflich, ist eine gute Idee, aber die kriegst du meistens nicht gefördert. Ja, du musst dann halt sehen, dass du die ganzen Anträge, sei es bei der Landesinvestitionsbank, also Niedersachsenbank jetzt hier, also N-Bank hier oder NRW-Bank und wie sie alle heißen, schon vorher stellst. Die kannst du ja schon stellen, solange du noch in dem Beruf bist. Ich möchte dann gründen und ich stelle jetzt schon. Nein, das muss in der konkreten Phase sein. Also wenn du sagst, ich will es irgendwann machen, das reicht nicht, sondern du musst dann schon sagen, ab dann und dann will ich mich selbstständig machen. Ne? Oder so schnell wie möglich oder wie auch immer. Also kannst du nicht sagen, ich möchte das in 1-2 Jahren machen. Das liegt einfach auch daran, diese Programme haben alle einen Nachteil. Die haben Töpfe, da ist Geld drin. Mal mehr, mal weniger. Aber wenn leer, dann leer. Ne? Also die sind alle so geregelt, dass man keinen Anspruch darauf hat, immer und überall gefördert zu werden, sondern nur so weit, wie wirklich auch Gelder dafür in dem Jahr zur Verfügung stehen. Ne? Das heißt, wenn du damit im Dezember kommst, hast du wahrscheinlich wenig Chancen, noch was zu kriegen.
Wenn du in der ersten Jahreshälfte kommst, hast du noch höhere Chancen, was zu kriegen. Ne? Das heißt aber auch andersrum, die fördern dich nicht, wenn du jetzt schon, wenn du sagst, ich will das nächstes Jahr gründen, weil die noch gar nicht wissen, was sie nächstes Jahr im Topf haben. Ne? Also deshalb, das muss dann schon relativ zeitnah geschehen. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich bin noch in einem Beruf, ich möchte mich selbstständig machen, ich kann mir aber nur diesen Beruf verlassen, wenn auch klar ist, dass ich gefördert werde, na, dann hast du ja auf alle Fälle schon mal mindestens 3 Monate Kündigungsfrist, die du einhalten musst. Oder gut, 6 Wochen, aber meistens bist du ja schon mal länger tätig, dann hast du auch längere, je nachdem, oder vertraglich hast du eine Kündigungsfrist drin, je nachdem, die musst du natürlich dann einhalten, das ist klar. Du würdest ja da nichts anders machen als jetzt auch. Ja. Ne? Und wenn ich nichts anders mache als bisher auch, dann ist das keine Gründung. Sondern ist das nur weiterarbeiten. Das ist im Endeffekt ja sein Fall. Nein, das Problem ist, du kriegst tatsächlich diese Förderungen für Gründungen. Es gibt Förderprogramme für Geschäftsausweitungen. Da würde ich aber das Gleiche sagen, was Stefan eben aus seiner Erfahrung in Oberfranken gesagt hat. Da kriegst du als Webworker kein Geld zu, sondern da wird nur gefördert, wenn du neue Investitionen tätigst, mit denen du neue Arbeitsplätze schaffst und dies und jenes. Und das ist typischerweise nicht unsere Wirtschaft. Ne? Also dafür, dass du aus dem Nebenberuf den Hauptberuf machst, den Sprung, den machst du immer auf eigenes Risiko. Das geht nicht anders. Ja, nee, aber nee, es betrifft auch Grafiker, Designer, Redakteure. Aber du hast noch was. Hast du mal auf der Folie geguckt, ob du irgendwo das Wort AGB findest? Du wirst dieses Wort nicht finden. Es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Es gibt im deutschen Recht eigentlich für die Verträge, die ihr typischerweise abschließt, genug Regelungen. Diese Regelungen sind eigentlich auch relativ ausgeglichen. Das heißt, die Rechte und Pflichten, die beide Seiten haben, sind relativ gut drin ausgewogen. Da brauche ich nichts anders zu regeln. Das ist anders, wenn ich aus dem angloamerikanischen Bereich komme. Da muss ich in der Tat alles regeln und da habe ich dann die ellenlangen Verträge, die ich als AGB vorgeben muss. Das Problem haben wir hier in dem Maße nicht. Du brauchst es typischerweise nicht. Was du natürlich machen musst, ist einen vernünftigen Vertrag schließen, wo du drin schreibst, was du überhaupt machen kannst. Ne? Das ist auch sinnvoller als viele AGBs. In den meisten AGBs, die ich lese, finde ich eigentlich immer nur drin, erstens, ich hafte für nichts. Das ist unwirksam, wenn ich in der Form reinschreibe. Das kann ich in AGBs nur sehr eingeschränkt machen. Und wenn ich dich verklage, darf ich das bei mir zu Hause machen. Das ist alles. Dafür brauche ich nicht unbedingt AGBs. Ne? Wenn ich eine Haftungseinschränkung haben will, und das, wie gesagt, das sind 90% der Regelungen in AGBs, dann mache ich das dadurch, dass ich eine vernünftige Leistungsbeschreibung mache. Das heißt, dass ich mit dem Kunden vereinbare, ob ich das jetzt formell mache unter Überschrift Leistungsbeschreibung oder Lastenheft oder ob ich das einfach im Austausch mit ihm mache, ist egal. Aber nachweisbar, ich mache genau das und das und das und das mache ich nicht. Ich mache dir das Design, aber für die Texte musst du selber sorgen. Ich mache dir das Design, setze dir von mir auch ein Musterimpressum rein, damit was drinsteht. Aber ob das richtig ist, musst du kontrollieren, beziehungsweise frag deinen Anwalt. Ne? Solange ich das vernünftig habe und damit klar ist, das mache ich nicht als Leistung, habe ich da ja auch keine Haftung für. Das ist sinnvoller, als da irgendwelche AGBs zu haben. Also tu dir einen Gefallen, das Geld dafür spar dir. Ne? Ich kriege die Stoppkarte gezeigt. Ja, wir müssen mal jetzt langsam sehr schnell zum Ende kommen, damit ihr auch noch alle eine Chance habt, wenn ihr eine andere Session wollt, dass ihr da noch rechtzeitig mit reinkommt. Danke, Udo.
Und ich denke, wenn noch Fragen sind, könnt ihr Udo ja jederzeit auch die Fragen, die wir jetzt nicht geklärt haben. Ich kann euch nicht abhauen. Ich bin das ganze Wochenende hier.